is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Himmel und Erde erschüttert. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Wir sollten uns mit der Ausgießung der siebten Zornesschale befassen. Die Mächte des Bösen werden den Krieg nicht kampflos aufgeben. Inmitten des wütenden Himmels ist eine freie Stelle, die unsagbar herrlich aussieht. Von dort her kommt Gottes Stimme wie das Rauschen vieler Wasser und sagt: Es ist geschehen. Jene Stimme erschüttert Himmel und Erde. Es kommt zu einem mächtigen Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Es sieht so aus, als öffne sich das Firmament und schließt sich dann wieder. Die Herrlichkeit vom Thron Gottes scheint hindurch zu blitzen. Die Berge beben wie ein Schilfrohr im Wind. Und zerklüftete Felsbrocken liegen überall umher. Man hört das Brüllen eines aufziehenden Sturms. Das Meer ist wütend aufgepeitscht. Man hört das Heulen eines Wirbelsturms, als wären es Stimmen von Dämonen, die den Auftrag haben zu zerstören. Die ganze Erde hebt und senkt sich wie die Meereswellen. Ihre Oberfläche bricht auf, ihre Grundfesten scheinen nachzugeben. Bergketten versinken, bewohnte Inseln verschwinden. Die Häfen, die in ihrer Bosheit wie Sodom geworden sind, werden von den wütenden Wassern verschlungen. Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Große Hagelsteine, wie Zentnergewichte, verrichten ihr Zerstörungswerk. Die stolzesten Städte der Welt werden in Schutt gelegt. Die herrlichsten Paläste, von den Großen der Welt verschwenderisch eingerichtet, um sich damit selbst zu verherrlichen, zerbröckeln vor ihren Augen zu Ruinen. Gefängnismauern reißen auf, und Gottes Volk, das wegen seines Glaubens gefangen ist, wird freigelassen. The Lord is coming. Are you ready?